6.12. Silvester und das heißt, in Ungarn heute Abend wird ordentlich Wirschli gegessen. Genau, die Tradition hier, also Wirschli, damit ist gemeint hier diese Bock- oder Knackwürstchen, die nennt man hier in Ungarn Wirschli. Ja, und die werden heute Abend hier ordentlich gegessen und das hat man in den letzten Tagen schon gesehen. Hier wurde gekauft, was das Zeug hält, in den Läden. Die Regale waren voll davon und wir haben gesagt, Ungarn TV macht heute den ultimativen Wirschli-Test. Wir wollen einfach mal schauen, welche Produkte sind hier auf dem Markt. Ja, von der kleinen Packung über die große, die Wiener, die Beci zum Beispiel oder Piccolino Wirschli. Wir haben alle Sorten. Wir haben Puika, also die Putenwurst. Und so weiter und so fort. Und wir wollen wissen, wie schmecken die eigentlich? Sind die auch vergleichbar so ein bisschen mit der deutschen Bockwurst zum Beispiel? Schmecken die ganz anders? Wie ist die Qualität einzustufen? Wie teuer sind die eigentlich? Das wollen wir heute genau wissen. Und der Sache gehen wir auf den Grund. Ihr seht das schon vor mir. Hier brodelt schon einiges in den Töpfen. Die werden wir jetzt natürlich alle gut kochen. Obwohl man manche Bockwürste, sagt man jetzt, ich komme zum Beispiel aus der Nähe vom Sauerland und da ist es ja die dicke Sauerländer und die soll man ja gar nicht kochen. Die macht man ja nur heiß. Die soll ja nicht kochen. Ja? Und zum Beispiel sagt man da ja auch, man kocht die oder nicht kocht, man macht die warm im eigenen Würstchenwasser. Ja? Das sind so Tricks, die kenne ich aus Ungarn jetzt nicht. Hier machen wir sie jetzt im normalen Wasser warm und dann werden wir die nach und nach probieren. Und dann gucken wir mal, wie das mit dem Biss ist, ob die knackig genug ist und wie der Geschmack letztendlich ist. Ja, und das machen wir gerade, bereiten wir gleich vor und dann geht es gleich auch schon los. Ungarn TV, der ultimative Wirschli-Test in 2020. So, es wurde ordentlich gekocht, gebrodelt und erhitzt, so wie man das so schön sagt. Und wir werden jetzt zur Tatscha. Ist ja genauso mein Ding, ne? Jetzt so eine kulinarische Challenge hier. Also, wir fangen an mit einer Frankfurter. Mit einer guten Frankfurter. Ja, wir gucken jetzt mal. Vom Geruch her sehr schön. Man sieht auch schon die Wurst, ja, so wie eine Wurst aussehen soll. Genial. Kriegt von mir schon mal, ich sollte eigentlich alle gar nicht aufessen, weil schaffe ich eigentlich gar nicht so viel. Aber die schmeckt jetzt schon so gut. Ich habe aber ein bisschen mehr vorbereitet. Wir wollen ja auch wissen, wie schmecken die dann mit Senf und zum Beispiel Meerrettich. Ja? Mhm. Machen wir auch. Könnte mir gefallen. Was mir hier fehlt, ist so der Knack. Der knackige Biss, ne? Der fehlt noch ein bisschen. Okay. Wir schreiten weiter zur Tat. Jetzt kommen wir zu zwei Cocktailwürstchen. Das sind Frankfurter Cocktailwürstchen, wie ich hier sehe. Vom Geruch her nicht ganz so würzig. Natürlich auch kleiner, weil Cocktailwürstchen. Fehlt auch der Biss. Also fehlt mir jetzt ein bisschen was. Die esse ich nicht weiter. Also das war jetzt so, weiß ich nicht, nicht mein Ding. So, jetzt kommt eine Baronfee. Die ist jetzt sieht sehr künstlich zum Beispiel aus. Das ist so ein typisches Billigprodukt jetzt hier. Aber wir blenden euch gleich ein, auch hier, was das ist. Riecht auch gar nicht. Überhaupt nicht. Und ganz wichtig, bei dieser Wurst ist auch so eine Plastikhülle drum. Die müsst ihr zum Beispiel vor dem Kochen abziehen. Aber also das ist so ein Produkt, wo ich sage, nö, nicht meins. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen was Exklusiveres. Jetzt haben wir eine Pute. Die sieht von der Konsistenz her schon nicht schlecht aus. Geruch, nicht viel. Bissfester, viel bissfester. Auf jeden Fall das Putenfleisch, schmackhaft. Und ist in der Konsistenz her auf jeden Fall auch besser als die gerade. Ja, okay, die probiere ich gleich nochmal mit Senf. So, jetzt haben wir... Jetzt muss ich gucken, was das hier ist. Füschtelt. Füschtelt. Geräuchert. Geräuchert.
Fischtölt geräucherte. Das Räuchern riecht man schon natürlich, ja. Auch nicht so bissfest. Wir sind, glaube ich, aus Deutschland dieses Knackige, diese Knackwurst gewöhnt. Ne? Da sind wir ein bisschen verwöhnt. Vom Geschmack her nicht schlecht. Das Geräucherte ist gut. Nicht schlecht. Die lege ich mal hier hin. Die muss ich auch gleich nochmal mit Senf. So. Scharfer. Schager. Schagerwürstchen haben wir jetzt hier. Ein Schager. Riecht nach nix. Ist auch ein bisschen labbrig. Ja, also so. Aber sehr intensiv. Die ist sehr von Gewürzen her sehr stark. Nicht schlecht. Die lege ich mir auch mal hin. So. Jetzt haben wir, kennen wir ja alle, Pik Salami. Und die Piks, die haben auch jetzt mal hier so ein kleines Würstchen, Wirschli, an den Start gebracht. Oh, die ist gut. Die ist im Geruch sehr schon gut. Gut geräuchert. Buchenholz, würde ich sagen. Geschmack eine 1. Genial. Muss ich ganz ehrlich sagen. Super. So. Darf natürlich auch nicht fehlen. Eine sogenannte Beci-Wirschli. Die Wiener Wurst, ja. Und die sieht jetzt so aus, als wenn sie ein bisschen knackiger wäre. Das war übrigens, müssen wir noch mal testen hier bei der Pik. Ja, da ist Biss drin. Ja. Bei der Beci. Auch vom... Das ist nicht so ganz intensiv. Schauen wir mal. Man hat mir gesagt, die sei exzellent. Oh! Die hat er gehört? Boah. Geknackt. Ja, gut, super gewürzt. Und wie gesagt, da war Biss jetzt drin. Habt ihr noch? Ich mach nochmal, pass mal auf. Knack. Wahnsinn. Sehr gut. So, und jetzt, damit ich auch nochmal Vergleich habe, habe ich mir hier noch eine typische deutsche Bockwurst hier hingelegt. Habe ich aus Berlin mitgebracht. Kenne ich noch nicht die Marke, also ganz unvoreingenommen. Die deutsche Knack-Bockwurst. Aha. Knacken tut sie schon mal gut, so wie sie sein sollte. Ihr merkt das auch. Oder hört das auch. Ist nicht so intensiv gewürzt, aber natürlich, ja, ist nicht schlecht. Aber ich muss sagen, meine Favoriten waren jetzt, müssen wir vielleicht nochmal rausholen, die erste Frankfurter. Ich würde sagen, die drei. Die drei waren unsere Favoriten hier, oder meine Favoriten jetzt. Das war die erste, das war die Frankfurter von Dulano. Dulano, Frankfurter. Die war mein Favorit, weil die sehr gut gewürzt ist. Und die knackt zwar nicht, die ist nicht so bissig, nicht so bissfest, aber von der Würzung her ist die exzellent. So, dann haben wir nochmal die Pik. Genau, das war die Pik. Das waren die kleinen Pikwürstchen hier. Die waren von der Bissfestigkeit her sehr gut. Und natürlich auch vom Räuchervorgang. Und hier nehmen wir nochmal die Beci. Die knackt doch. Da fallen ja doch die Ohren ab. Ja. Also jetzt müsste ich mich entscheiden. Number one. Ich würde fast sagen die Beci. Die Beci würde ich auf Number One. Ich würde die Frankfurter auf die 2 und die 3 würde ich dann der Pik geben. Ist auch sehr gut. Die anderen, jo, ne? Man kann es essen,
Man muss es aber nicht. Ja, also da ist die Sache. Und gerade an Silvester will man sich auch was Schönes machen. Und da würde ich jetzt sagen, da kommt hier, also da würden die drei würden bei mir in den Kochtopf kommen jetzt heute Abend. Ja, also ich zeige euch die nochmal. Die habe ich natürlich jetzt aufgegessen fast. Aber ja, die kann man auch dann wunderbar mit Senf. Müsst ihr noch einen guten Senf dabei haben. Oder Meerrettich auch, geht auch. Ein bisschen Schärfe dabei. Und dann sollte einer ordentlichen Silvesternacht eigentlich nichts im Wege stehen. Aufpassen solltet ihr beim Kochen. Also wie gesagt, ich habe auch oft damit zu tun gehabt. Wir haben oft Reportagen gedreht. Bei Metten zum Beispiel, bei der dicken Sauerländer. Die kennt ihr wahrscheinlich alle, die Bockwurst. Und da hat man mir immer auch gesagt, Leute, wenn ihr die Wurst kocht, erstmal im eigenen Wurstwasser kochen. Da müsst ihr natürlich die Würstchen aus dem Wurstglas oder aus der Dose haben. Hier in Ungarn meistens sind das ja in den Packungen. Aber wenn ihr die habt, die Flüssigkeit, in der solltet ihr die Würstchen kochen. Eben nicht kochen, erhitzen, warm machen, hochgradig warm machen oder wie auch immer. Die dürfen nicht kochen, sagt man mir. Sonst passiert nämlich Folgendes. Ich habe die jetzt einfach mal gekocht und dann sehen die Würste nachher so aus. Guck mal hier. Ich zeige euch das mal. Die sind nämlich dann aufgeplatzt. Ja, das geht ja dann gar nicht. Das kann man ja im Prinzip keinem mehr anbieten. Ne? Damit man ihr macht hier, aber das passiert dann. Irgendwann platzen die auf, wenn ihr die kocht. Also nicht zu doll erhitzen. Die müssen warm werden, klar. Aber wie gesagt, kochen sollten sie eigentlich nicht so sehr. Oder nur ganz kurz und dann platzen sie auch nicht auf. Und dann sehen die Würstchen auch noch schön aus. Ja, das war unser... Ich habe nur immer so ein, zwei Bisse gegessen, aber... Man merkt schon, das füllt einen schon so ein bisschen auf. Ne? Also das ist schon nicht schlecht. Aber ich kann jetzt auch nicht einfach so lassen hier. Von die Beci. Ich denke. Und dann hole ich mir noch ein bisschen dabei. Ja, ein bisschen Meerrettich vielleicht mal mit der Beci. Ich glaube, wir machen demnächst keine Kaffeetassen mehr. Wir machen irgendwie so was Kulinarisches. Das virtuelle Wurstglas oder so. Oder vielleicht, keine Ahnung. Nur, dann müssen wir natürlich das sportliche Programm erhöhen, weil dann könnte ansetzen. Die Kalorien. Ja. Aber wäre genau mein Ding, ganz ehrlich. Kaffee ist gut, aber so eine Bockwurst hier oder so ein Stück Fleisch oder auch mal Gemüse zwischendurch geht ja auch. Ja, ist ja nicht so, als wenn ich kein Gemüse essen würde. Also, das war unser, wie gesagt, unser ultimativer Wirschli-Test. Und aber Wirschli habe ich übrigens gestern mal falsch geschrieben. Mit W schreibt man nicht mit W, das schreibt man mit V. Wirschli in Ungarischen. Ja? Also, wenn ihr Wirschli kauft, achtet darauf, ein bisschen auch so diese ganz, ganz billigen Produkte. Da ist nicht viel drin. Sollte schon so irgendwo so 85-90% von dem Fleisch enthalten, was ihr dann euch auch letztendlich erhofft. Und ja, nicht zu viele E-Stoffe, ja, da ist auch nicht so ganz gesund. Also hier haben wir darauf geachtet, ist auch, aber nicht so mega, ja, also ansonsten müsste es beim Metzger um die Ecke, der macht natürlich auch hier und da gutes Hausgemachtes, ja, das geht natürlich auch und kaufe dann beim Metzger deines Vertrauens. Ja, aber da hatten wir heute keine Zeit für und deshalb mussten wir das bei unserem Discounter unseres Vertrauens kaufen, geht ja auch. Ja, gut, ja, in diesem Sinne, das war meine kleine kulinarische Abschlusssendung aus 2020 und jetzt gehen wir ganz strack auf 2021 zu. Ich hoffe, 2021, da wird einiges anders. Anders wird es nicht mit unserer Kaffeetasse, denn die wird auch 2021 dann wieder erscheinen, morgens pünktlich 9.30 Uhr und vielleicht der ein oder andere Mal. Dann machen wir einfach mal ein Wurstglas aus, ja, auf, ja, das könnte ja dann auch gut sein. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderbaren, guten Rutsch heute Abend ins neue Jahr. Rutscht nicht aus und lasst es bei den kleinen Partys, wie man ja da letztendlich auch vorgeschrieben hat. Es wird nichts Großes geben heute Nacht, also wünsche ich euch im kleinen Rahmen, in kleiner Zusammenkunft einen wunderschönen Abend mit ordentlich Wirschli und anderen kulinarischen Leckereien vielleicht. Und dann vielleicht 0 Uhr einem guten Sekt. Und dann stoßen wir alle an auf 2021, auf dass es besser wird. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Macht was draus. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Dann am Montag bei der ersten virtuellen Kaffeetasse. In diesem Sinne. Bis dahin. Oder vielleicht ist auch der Nico da.
Schauen wir mal. Vielleicht gibt es auch eine Muppet-Show. Das wissen wir alle nicht. Also, auf jeden Fall einschalten, überraschen lassen, was die erste Sendung im neuen Jahr zu bieten hat. Also, bis dahin. Ciao.